Hallo liebe Freunde des gepflegten Gruselns, beziehungsweise auch anders ausgedrückt von Ghost Hunter, NRWUP und RLP, den Geisterjägern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Stammsitz in Wuppertal. Das sah jetzt richtig gut aus, wo dieser Schatten runterkam. Das war übrigens Quentin, der möglicherweise, oder Pepe, ich weiß es, wir wissen es nicht. Einer von beiden hat es nämlich letzte Woche geschafft, mitten über Nacht über unser Bett hinweg zu fegen und hat mich mit seiner Pfote nebst Krallen getroffen und eines der bisschen der restlichen Hinterlassenschaften sieht man noch. Ich habe nämlich ein ordentliches Pfeilchen davon getragen. Mittlerweile kann ich mich aber wieder gut vor der Kamera zeigen. So, worum geht's heute? Es geht um euch. Um genau euch da draußen am Monitorbildschirm oder am Handybildschirm. Ihr seid gefragt. Und zwar, wir suchen Locations. Interessante Locations, die vielleicht nicht so bekannt sind im Internet. Oder vielleicht gerade deswegen könnten sie sehr interessant sein. Weil nicht jeder sie kennt. Vielleicht auch ein altes Haus oder wo ihr vielleicht lebt. Oder auch ein neueres Haus, es muss ja nicht unbedingt ein altes Haus sein. Ein Häuser mit ungewöhnlichen Vorkommnissen, Mythen, Spukgeschichten, Sachen, die man vielleicht nur aus seinem eigenen Ort kennt oder aus der Nachbarschaft. Etwas, das eure Eltern vielleicht erlebt haben an einer gewissen Location. Vielleicht auch ungewöhnliche Todesfälle, Mordfälle, man weiß es halt nicht. Also die schon lange zurückliegen, nicht in eurer Zeit, sondern schon länger zurückliegen. Und genau das suchen wir. Denn es gibt mittlerweile im Internet so viele Locations, die schon so überlaufen sind, wie Brieselanger Wald beispielsweise. Das ist ein regelrechter Spuktourismus. Ist vielleicht ein interessanter Ort mal nachzusehen, aber es macht keinen Sinn, da eine Untersuchung durchzuführen, weil der ist dermaßen groß, dass auch sehr viele Spuktouristen da nachts rumgeistern und dann in Anführungsstrichen die Geister verursachen. Von daher kann keine normale, seriöse Untersuchung da im Grunde noch stattfinden. Also wie gesagt, eure Mithilfe ist gefragt. Wenn ihr irgendwelche interessanten Locations für uns kennt, nehmt Kontakt mit uns auf. Die Kontaktmöglichkeiten sind unten in der Videobeschreibung. Und wir würden uns freuen, wenn wir die ein oder anderen interessanten Hinweise bekommen. Den Rest bezüglich weiter Recherche nach Eigentümern und so weiter, bezüglich auch der Genehmigung, damit wir die bekommen, klären wir ja alles. Denn ohne Genehmigung werden wir sicherlich nicht agieren. Und ja, vielleicht taucht dann später mal in einem der Berichte, die wir dann auch so veröffentlichen, genau eure Location auf, die ihr uns mitgeteilt habt. Wenn ihr möchtet, können wir natürlich auch darauf hinweisen, wer uns diese Location mitgeteilt hat. Ist kein Muss, ist nur ein Angebot, könnte man mal machen. Ja, das ist es für heute. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und gruselt euch nicht so sehr am Wochenende. Und bei uns geht es jetzt im April wieder los. Heute wurde ein weiterer Termin abgesprochen für den 15. April. Dann untersuchen wir ich darf es ja noch nicht verraten. Also es könnte ganz interessant werden. Ist auf jeden Fall eine Location. In dem Sinne, schönes Wochenende. Wir lesen, hören und sehen uns. Bis dahin, ciao.